Immer dann, wenn ich mein inneres Kind mit meinem Namen anspreche, habe ich das Gefühl, dass es sich verschließt und sich mir entzieht. Wie kann ich damit umgehen? Viele Menschen, die Trauma erlebt haben, gerade wenn es in der Kindheit und Jugend stattgefunden hat, gerade wenn es im familiären Kontext war, haben ein Problem mit ihrem Namen. Das liegt auf der Hand. Und auch das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung. Man verbindet mit dem eigenen Namen dann oftmals das Trauma. Man wurde mit diesem Namen angesprochen, dieser Name wurde benutzt im Zuge der Misshandlung, des Missbrauchs, egal ob das emotionaler Missbrauch ist oder sexueller Missbrauch, körperlicher Missbrauch. Dieser Name ist negativ belegt. Und oftmals dauert das eine ziemlich lange Zeit, bis das heilen kann. Also ich bin da ganz offen und transparent mit dir. Ich heiße ja Wienke Ursula, so, und mein erster Name, das war mein Rufname in meiner Kindheit und Jugend. Und ich hatte eine lange Zeit negative Assoziationen mit diesem Namen. Wienke, das war für mich das Opfer, das war die Schwache, die Verletzte, die Verzweifelte. Und aus verschiedensten Gründen, das ist ein Grund auch gewesen, warum ich dann meinen zweiten Vornamen angenommen habe, nämlich Ursula. Hatte auch noch andere Gründe, weil ich im Ausland gelebt habe und da Wienke, das war in Spanien, das konnte keiner aussprechen und ich konnte es auch irgendwie kaum buchstabieren. Ursula ist dort geläufig. So, und hat auch noch ein paar andere Gründe. Und das hat mir dann gut getan, mich mit einem anderen Namen, der ja auch mein Name war, zu identifizieren. Weil, wenn jemand Ursula gesagt hat oder Ursula, ich habe ja damals in Spanien gelebt, war das ein anderes Gefühl. Das sind Menschen, die haben das Starke in mir gesehen, das Schöne, die kannten meine Vergangenheit nicht. So, für die war ich ganz jemand anderes so. Und es hat mir gut getan, das immer wieder gespiegelt zu bekommen. Und im Laufe der Jahre, durch intensive Arbeit, natürlich auch an mir selbst, Auseinandersetzung, konnte ich natürlich sehr, sehr viele Wunden oder das Gros meiner Wunden aus meiner Kindheit und Jugend heilen und mich darüber hinaus auch mit meinem Namen, meinem ersten Namen, versöhnen, beziehungsweise es hat automatisch stattgefunden. So. Das war ein Prozess, der ging nicht über Monate, sondern über einige Jahre, ich möchte sogar sagen Jahrzehnte. Und das sind Dinge, die dauern, die dürfen auch dauern. Ne? Wunden dürfen ihre Zeit brauchen, um zu heilen. Was kannst du jetzt tun, wenn du sagst, ich will aber nicht Jahre warten, bis ich, nee, musst du auch gar nicht. Wie kannst du denn jetzt schon mit deinem inneren Kind, mit deinem Inneren sprechen, ohne dass es sich verschließt? Frag es doch einfach mal. Wie möchte denn dein Inneres angesprochen werden? Mein Liebes? Mein Lieber, mein Herz. Wie möchte denn dein inneres Mädchen oder dein innerer Junge angesprochen werden? Hey Kumpel, meine Süße, mein Häschen. So, es muss ja keiner wissen, wie du mit dir sprichst. Was ist so eine zärtliche, liebevolle Art, mit dir selber zu sprechen? Frag dein Inneres, wie es genannt werden möchte. Probier es doch mal aus. Vielleicht ist auch der ein oder andere Trigger dabei, dass du plötzlich zusammenzuckst und sagst, boah, also mein Häschen zum Beispiel, das geht gar nicht. So, boah, da kriege ich richtig Angst. So, ist ein Trigger. Könntest du gucken, warum macht mir das Angst? Wer hat das vielleicht benutzt? Wo bin ich damit, wo ist das auch sexualisiert worden? So, ne? Also was steht dahinter? Guck einmal, wie dein Inneres angesprochen werden möchte. Wo du merkst, wenn ich das zu mir sage, da ist so ein kleines Lächeln in mir. Da öffnet sich etwas, da freut sich etwas. Wie möchte dein Inneres von dir angesprochen werden? Wie möchtest du dich selbst ansprechen? Wie gesagt, das muss niemand erfahren. Das ist etwas sehr Persönliches und Intimes. Das ist nur zwischen dir und dir. Vielleicht gibt es so einen geheimen Namen. Wie so ein Schlüssel. Dass wenn du den Namen benutzt und das immer wieder ne, diese positive Verbindung zu dir stärkst und unterstützt, dass wenn du das sagst, dass dann
sich dein Inneres öffnet, es dir gut tut, es dir Kraft schenkt. Das kann auch eine Geste sein, dass du dich in den Arm nimmst. Wie kannst du dein Inneres berühren? Wie kannst du dein Inneres Verletztes aus seinem Seelengefängnis hervorlocken? Wird noch Thema sein in der Masterclass, in meiner Serie, der Serie, die wir jetzt gerade begonnen haben, in der Serie Befreiungsschlag, das Seelengefängnis und das innere Kind. Wie können wir dieses innere Kind dazu bewegen, wieder Ja zum Leben zu sagen, sich zu öffnen, uns zu erzählen, was es erlebt hat? Ganz großes und wichtiges Thema.